Schalke ist aktuell auf Platz 1 in der Liga und ich nenne euch heute drei Gründe, warum Schalke am Ende auch aufsteigen wird. Starten wir mit Punkt 1, Momentum, denn das hat Schalke aktuell. Nach der 3:4 Niederlage gegen Hansa Rostock hat sich Schalke entschieden, mal wieder den Trainer zu wechseln. Dimitrios Kramotz ist raus, Mike Büskens, interimsmäßig zumindest, rein. Und das war die absolut richtige Entscheidung. Nichts gegen Dimitrios Kramotz, das ist ein absolut feiner Kerl und hat wirklich alles gegeben auf Schalke, da kann man überhaupt nichts sagen. Und er ist ja nicht der erste Trainer, der auf Schalke scheitert. Aber mit der Hypothek, dass du als Abstiegstrainer, also er hat ja Schalke noch in der ersten Liga übernommen, er war der Trainer, der mit Schalke abgestiegen ist, dass du als Abstiegstrainer eine Liga runtergehst und dann da ja auch so einen defensiven Würgefußball spielst mit viel Stückwerk, da hast du natürlich auch nicht die Gunst der Fans auf deiner Seite. Gut, die waren nicht im Stadion, aber trotzdem, ich glaube, bei den Schalke-Fans ist es so, dass man sagen kann, ja, Dimitrios Kramotz ist nicht mehr Trainer, dem weint jetzt keiner eine Träne nach, sagen wir es einfach so, wie es ist. Bei Schalke hat jetzt aktuell wieder Mike Büskens übernommen, eine Schalker Vereinslegende, eine Ikone, der nicht zum ersten Mal interimsmäßig aushelfen muss. Und das war, finde ich, auch die absolut richtige Entscheidung, hier jetzt nicht irgendwie auf Krampf noch einen Trainer zu suchen, dem dann vielleicht noch einen Zwei-Jahres-Vertrag zu geben, wenn man einfach sagen muss, jetzt eine Interimslösung und nächstes Jahr dann richtig nochmal neu aufstellen. Und bisher trägt diese Entscheidung auch Früchte. In 5 Spielen unter Mike Büskens konnten die Schalker 5 Siege holen. Digga, wann gab's zuletzt 5 Schalker Siege in Serie? Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Und soweit ich mich erinnern kann, liegt auch der Schalker Vereinsrekord bei 6 gewonnenen Spielen in Serie. Gut, in der Bundesliga versteht sich. Aber ganz ehrlich, wenn das jetzt so weitergeht, dann steht dem Aufstieg einfach nichts mehr im Weg. Mit Heidenheim und Darmstadt konnte man zuletzt auch 2 direkte Konkurrenten schlagen. Also das war jetzt auch nicht so, dass da nur einfache Gegner waren. Nein! Im Gegenteil, rückblickend kann man sagen, dass die Entlassung von Dimitrios Kramotzis und die Niederlage gegen Rostock das Beste war, was Schalke hätte passieren können. Ähnlich wie bei Werder Bremen mit Markus Anfang und dem Impfskandal. Denn da hat ja dann auch Ole Werner übernommen und dann eine unfassbare Serie hingelegt. Ich glaube, Bremen hat damals dann 10 von 11 Spielen oder so gewonnen. Also das war absolut geisteskrank. Und das ist genau das Momentum, von dem ich spreche. Und das hat aktuell eben Schalke. Schalke und Kramotzis, das hat einfach nie so wirklich funktioniert. Aber Mike Büskens aktuell, da hat man das Gefühl, der kann die Jungs richtig anzünden. Und genau das brauchst du, wenn du am Ende um den Aufstieg mitspielen willst und den Aufstieg auch packen willst. Und jede der Top-Mannschaften aus der zweiten Liga hatte diese extrem starke Phase. St. Pauli hatte die Phase, Werder Bremen hatte die Phase und auch Darmstadt hatte diese Phase. Und jetzt hat sie eben Schalke. Und das eigentlich zum perfekten Zeitpunkt. Denn Schalke ist jetzt ja das erste Mal am 29. Spieltag auf den ersten Platz gelandet. Und es gab diese Saison schon 9 Mannschaften, die auf dem ersten Platz lagen. Und Schalke hat sich das eben bis zum Schluss aufgehoben. Und das ist gar nicht mal so verkehrt. Und dieses Momentum gepaart mit dem Vorsprung, den Schalke aktuell schon hat, das lassen sie sich nicht mehr nehmen. Punkt 2. Schalke hat den Aufstieg komplett in der eigenen Hand. Klar, Schalke hat auch das, glaube ich, zweitschwerste Restprogramm der Liga. Gut, aber da muss man halt auch sagen, jede der gegnerischen Mannschaften hat's halt mit dem Tabellenführer Schalke zu tun. Also, da muss man sich, glaube ich, nicht verstecken. Und die Mannschaften da oben spielen sowieso noch geisteskrank viele gegeneinander. Also, Darmstadt, St. Pauli, Werder Bremen, da sind noch so viele direkte Duelle. Und Schalke hat zwar auch diese Duelle, aber hat es halt am Ende komplett selbst in der Hand und muss sich nicht auf Schützenhilfe von anderer Seite verlassen. Wenn man den Aufstieg regeln will, dann muss man sowieso jeden schlagen. Und Schalke kann das. Heidenheim hat man geschlagen, Darmstadt hat man geschlagen. Und man muss dazu sagen, in der Hinrunde sah das noch ein wenig anders aus. Denn da konnte man gegen keines der Top-Teams gewinnen. Gut, gegen Werder Bremen hätte man gewonnen, wenn da nicht dieser absolut fragliche Elfmeter in der Nachspielzeit gekommen wäre, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Den einzigen Top-Club, gegen den man dreifach punkten konnte, war in der Hinrunde der 1. FC Nürnberg. Ansonsten sah es mager aus. Aber jetzt kann man diese Top-Teams anscheinend schlagen. Und das ist auch gar nicht so unwichtig, denn man spielt noch gegen Werder, St. Pauli und Nürnberg. Also,
die absoluten Top-Teams der Liga. Werder und St. Pauli hat man noch als Heimspiele und das ist aktuell absolut wieder wichtig, dass die Fans da sind, denn in einer vollen Arena spielt es sich, glaube ich, noch mal ein bisschen anders. Auswärts geht's noch am letzten Spieltag nach Nürnberg zu den Freunden vom Club. Schalke und Nürnberg haben ja eine enge Fanfreundschaft. Und davor noch zum SV Sandhausen. Klar, könnte man jetzt denken, boah gut, Sandhausen, absolute Wirtshaustruppe. Aber nein, nein, St. Pauli jetzt wieder Punkte in Sandhausen gelassen. Davor auch schon Werder Bremen. Also Sandhausen spielt vor allem gegen die Top-Teams überraschend guten Fußball. Und das könnte so dieser Stolperstein werden. Aber bis dahin könnte man es eben schon entschieden haben. Denn am nächsten Spieltag geht's gegen Werder Bremen. Das direkte Duell Erster gegen Zweiter. Und wenn man da sich zu Hause durchsetzen kann und 3 Punkte holen kann, dann ist das mit dem Aufstieg quasi schon durch. Dann ist das so eine Art Vorentscheidung. Aber natürlich darf man da nichts verschreien, denn diese zweite Liga ist so eng wie noch nie. Die ersten 4 oder 5 Mannschaften sind so eng beieinander, da kann wirklich noch alles passieren. Vor allem, weil eben jeder noch gegeneinander spielt, so gefühlt. Und da gibt es auch einen Tabellenrechner, dass Schalke theoretisch auch jetzt noch von Platz 1 bis Platz 8 so ungefähr alles werden kann. Also, es bleibt weiter spannend und aus ist es erst, wenn es wirklich aus ist. Und last but not least, die Mannschaft kann mit dem Druck, glaube ich, ganz gut umgehen und ist individuell einfach zu gut für diese zweite Liga. Mann, also von einem Schalke-Kader zu sprechen und das Wort gut zu verwenden, das hat es auch schon Dinge nicht mehr gegeben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat Schalke, ist auch klar, sie sind Bundesliga-Absteiger, aber für mich hat Schalke den besten Kader der Liga. Vielleicht noch Werder Bremen, die da drankommen, auch als Absteiger. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, das ist der beste Kader der Liga. Du hast mit Terodde den besten Torjäger. Du bist mit Salazar, Uwe Young, Ciao, Itakura einfach individuell auf verschiedensten Positionen auch noch unglaublich gut besetzt. Für diese zweite Liga zumindest. Ganz ehrlich, mit dem Kader musst du einfach aufsteigen, egal was letzte Saison war. Und das Wichtigste dabei, die Mannschaft ist eine Einheit. 11 Freunde müsst ihr sein. Fußball ist ein Mannschaftssport. Boah, ich hau hier gerade die Phrasen raus, Digga, aber es ist ja einfach so. Das ist nicht so ein kopfloser Haufen Hühner, die da einfach auf dem Platz rumlaufen wie letzte Saison, wo sich gefühlt keiner für den anderen eingesetzt hat. Das ist jetzt Fußball in seiner reinsten Form. Jeder kämpft für jeden, jeder freut sich für jeden und es ist kein Egoismus im Spiel. Genau so soll es sein. Und darum funktioniert es ja auch. Klar, Schalke ist jetzt auf Platz 1 und nicht mehr in der Rolle des Jägers. Das ist vielleicht einfacher für den Kopf zumindest. Denn jetzt werden die Medien immer sagen, ja, Schalke Platz 1, ja, da die Interviews, man muss jetzt aufsteigen, da, wenn man mal unentschieden spielt, oh. Aber ganz ehrlich, es ist doch immer schöner, vorne weg zu spielen und nicht Punkte holen zu müssen und auf andere angewiesen zu sein. Schalke kann es, wie gesagt, komplett selber richten. Und ich glaube auch nicht, dass Schalke die Angst hat, dass sie es jetzt noch verkacken, wie das zum Beispiel öfters beim HSV der Fall war. Der HSV, da hat man schon das Gefühl, da ist die Mentalität da zum Schluss. Wenn es knapp wird, verkacken wir es. Das glaube ich aber bei Schalke nicht. Die Mannschaft war letztes Jahr so weit weg, so weit entfernt davon, irgendwie ansehnlichen Fußball zu spielen, dass sie sich jetzt auf der absoluten Sonnenseite des Fußballs befinden. Das ist doch Wahnsinn. Du spielst letzte Saison so schlecht und ich glaube, keiner hätte es Schalke zugetraut, also wirklich zugetraut, dass die jetzt Erster in der Liga sind und wirklich einen gepflegten Ball spielen können. Das hätte denen keiner zugetraut. Ist auch völlig in Ordnung. Aber die Verunsicherung ist aus dieser Mannschaft verschwunden. Weg, einfach weg. Und ich glaube auch, dass sie da keine Probleme haben und den Aufstieg frühzeitig eintüten werden. Ich glaube, auch noch vor dem letzten Spieltag. Schalke könnte also tatsächlich deutscher Meister werden. Dass ich das in meinem Schalker Fanleben nochmal erleben darf, Wahnsinn. Aber noch ist natürlich vor allem eins angesagt, Demut. Wirklich Spiel für Spiel jedes Spiel abarbeiten und nicht schon denken, was wäre wenn. Gegen Bremen, wenn man da verliert, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Das Einzige, auf was sich Schalke jetzt fokussieren muss, ist, die letzten 360 Minuten der Saison mit vollem Einsatz zu spielen. Ob es dann am Ende für den Aufstieg reicht oder nicht, keine Ahnung. Ich habe auch keine Glaskugel und kann die Zukunft predikten. Denn wenn ich es könnte, dann würde ich vermutlich mein komplettes Erspartes auf den Schalke Aufstieg verwetten. Es bleibt also bis zum Ende einfach wahnsinnig spannend, im Gegensatz zur Bundesliga. Ich glaube aber, und ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei, dass der FC Schalke 04 aufsteigen wird. Und ich hoffe, dass ich diese Aussage
nicht nochmal bereuen werde. Aber was meint ihr? Glaubt ihr, dass Schalke den Aufstieg packen wird? Oder ergeht es Schalke wie dem HSV in den letzten Jahren? Am Ende doch nur auf Platz 4. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein und ciao.